Ja, hallo und willkommen zurück. In diesem Video geht es um den Beweis vom Satz von Vietar, der eigentlich in beide Richtungen bewiesen werden muss. Aus zeittechnischen Gründen werden wir in diesem Video nur die eine Richtung zeigen und im nächsten Video dann die andere. Und für diese eine Richtung brauchen wir einerseits die kleine Lösungsformel und diese Formel. Gut, der Satz von Vietar hat ja ausgesagt, dass x1 und x2 genau dann Lösungen dieser Gleichung sind, wenn diese beiden Bedingungen erfüllt sind. Und wir haben gesagt, das ist eine Genau-Dann-Wenn-Aussage. Das heißt, es gilt in beide Richtungen. Und wir müssen es eben deswegen auch in beide Richtungen beweisen. Einerseits, wenn x1, x2 Lösungen dieser Gleichung sind, dann werden diese beiden Bedingungen erfüllt. Und auf der anderen Seite, wenn diese beiden Bedingungen erfüllt werden, sind x1 und x2 auch Lösungen dieser Gleichung. Wir fangen mal mit dieser Richtung an. Ja, wenn x1 und x2 Lösungen von dieser Gleichung sind, dann gilt, da verwenden wir die kleine Lösungsformel. Was gilt dann? Genau, also wir haben einmal minus p halbe plus die Wurzel aus p halbe zum Quadrat minus q und noch einmal minus p halbe minus die Wurzel aus p halbe zum Quadrat minus q. Genau, und wenn wir das haben, naja, was wollen wir eigentlich zeigen? Wir wollen zeigen, dass wenn wir x1 und x2 addieren, dass dann minus p rauskommt und wenn wir sie multiplizieren, dass dann q rauskommt. Wie schauen wir uns das genau an? Naja, wir versuchen das Ganze einfach zu rechnen. Kann ich schon? Gut, also wir fangen an mit x1 plus x2 und fangen einfach damit an, das Ganze anzuschreiben. Das ist wahrscheinlich fast die meiste Arbeit. Aber wenn wir das jetzt genau anschauen, dann merken wir, dass wir einmal plus diese Wurzel und einmal minus diese Wurzel haben. Und plus 1 minus 1 ist ja genau 0. Und das heißt, diese Wurzel fällt uns ganz einfach weg. Und was bleibt uns dann eigentlich? Genau, wir haben einfach minus p halbe. Dann haben wir plus minus p halbe, also minus p halbe ist gleich minus p. Damit haben wir genau das gezeigt, was wir zeigen wollten. Schauen wir uns das nächste an, also x1 mal x2. Da schreiben wir auch das Ganze mal an und schauen uns das Ganze wieder genau an. Wir hatten da so eine Formel, wo wir sagen konnten a plus b mal a minus b. Weißt du noch, was da rausgekommen ist? Genau, a plus b mal a minus b ist a zum Quadrat minus b zum Quadrat. Und wenn wir uns das jetzt genau anschauen, naja, dann haben wir eigentlich hier minus b halbe und da auch minus b halbe. Dann haben wir hier einmal plus und einmal minus. Dann haben wir die Wurzel aus b halbe zum Quadrat minus q, dasselbe auch hier. Also wir haben eigentlich von der Struktur her genau dasselbe, was wir hier haben. Nur, dass das a bzw. das b in unserem Fall ein bisschen komplizierter ausschaut. Aber nachdem das von der Struktur her genau gleich ist, muss als Ergebnis genau dasselbe rauskommen, also a Quadrat minus b Quadrat. In unserem Fall also das Gelbe zum Quadrat minus dem Grünen zum Quadrat. Schreiben wir das Ganze mal an. Minus p halbe zum Quadrat ist dasselbe wie p halbe zum Quadrat, ist also p Quadrat Viertel minus. Und wir haben hier eine Wurzel zum Quadrat. Das fällt ganz einfach weg. Bleibt uns also genau das, was unter der Wurzel hier steht. Wir haben also p Quadrat Viertel minus p Quadrat Viertel minus q. Aber nachdem außerhalb von der Klammer ein Minus steht, haben wir hier, wenn wir diese Klammer auflösen, minus p Quadrat Viertel plus q. Und das ist ja ganz einfach q. Haben wir also auch die zweite Sache gezeigt und damit bin ich auch schon am Ende dieses Videos. Hoffentlich bis gleich im nächsten Video.